Welcome back to Let's Play Lands of Lore, The Throne of Chaos. Diesmal setzen wir die Erkundung des Sumpfes fort. Dazu gehen wir erstmal zurück, dorthin, wo wir noch nicht gewesen sind. Zum Beispiel. That stench is unbearable. Many greetings, travelers. Have you any mysteries? Can you decipher riddles? Show me your riddle, and I will identify it for a small fee. Say 100 crowns? Dieser Schamane könnte alle Rätsel auf der Rätselschriftrolle entschlüsseln, aber da ich die Antworten schon weiß, zahle ich kein Geld dafür. Stattdessen... Perhaps I can sell you a fireball wand? Say 300 crowns. Kaufen wir diesen Zauberstab. Farewell, friends! I've been poisoned. Ja. Bakterien ist ziemlich anfällig für Gift. Hier ist der Bogen-Typ. Der verkauft Bögen. Aber wir brauchen momentan keine Bögen. Also... Wäre ich fast da reingerannt. Vielleicht wenn ich beim Chef war, da speichere ich schon mal. Hier raus wollen wir nicht. Aber hier wollen wir nicht lesen. Und jetzt machen wir uns weiter auf die Suche nach dem Chef. Jetzt ist Bakker da eingeschlafen. Zum ungünstigsten Zeitpunkt, ey. Da wird man hier von beiden Seiten angegriffen. Tot. Wie ihr seht, sie sind sehr, sehr resistent gegen Waffen. So. Ein Assassinendolch, eine Ölflasche. Empty. Jetzt können wir schlafen. Nee. Was soll ich bloß mit euch machen? So, jetzt suchen wir also endlich weiter nach dem Chevel von den Gorkas. Bakker ist schon wieder eingeschlafen. Also wirklich. Er ist echt sensibel für das Zeug. Thunder, remove your weapons before entering the chieftain's compound. Waffen abnehmen. Sonst lassen wir uns nicht zum Chevel. Ah, you come to trade with Igorka, no? Look, we have this beautiful red stone we take from orcs. What will you trade me for it? Wie wäre es mit diesem Stein? I do not want that thing. But your eyes tell me you desire this red stone. Yes, but, You are powerful warriors, yes? I will make you a deal. If you can destroy the powerful living sticks that have stolen our beloved brass helmet, I will give you the stone.
Good. Bring the helmet as proof. Jetzt müssen wir Ents töten. Oder sowas ähnliches wie Ents. Viecher sind eigentlich viel kleiner. Man würde ja denken, die sind sensibel gegen die Feuerbälle. Vom Feuerballstab sind sie aber nicht. Stattdessen benutze ich als Zauberstrom. Ich speichere mal. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Damit ich nicht in eines der Sumpflöcher falle. Und Konrad ist gerade eine Stufe in der Zauberei aufgestiegen. Das heißt, er kann jetzt Bacala heilen, wenn er mal wieder vergiftet ist. Gods, this is worse than a flatulent orc. Alles schön hier. Jetzt kann ich endlich den vollen Stromschlag. Ich mag den Sumpf nicht besonders. Ich mag allgemein die Gebiete gegen Mitte des Spiels nicht so gerne. Später dann, wenn wir die Minen hinter uns haben, dann wird es wieder richtig toll. Hier gehen wir auch mal runter. Fest, da ist nichts. Vorsichtig vor mir schleichen. Hier geht's jetzt zum Ausgang, zum anderen Teil der Wälder. Da gehen wir aber erst hin, wenn wir den Sumpf hier endlich fertig haben. Müssen wir hin. So oder so, früher oder später. Was war das? War das ein Sumpfgas? So. I don't have enough magic. Moment mal, hier war doch immer. Vielleicht da, in der Ecke. Weiß ich nicht. Ich zauber zur Sicherheit nochmal. Ah. Holen wir uns mal aus. War vielleicht nicht der beste Platz dafür. Jetzt aber. Naja. Wir setzen die Erkundung des Sumpfes im nächsten Video fort. Bis zum nächsten Mal.